Wie viele Raketen soll ich mitnehmen? Oh, gut, was mit. Kurze Frage. Ja, wir wollen halt nicht. Sind die Boys on? Ja, das wäre die nächste Frage. Naja, wenn sie jetzt nicht wenn das wäre. Jetzt offline sind und ich diesen Pronto hier hingestellt habe, ich gehe auch. Der bleibt, einfach gerade stehen. Die OMP ist an. Echt jetzt? Warte, ja, die ja, eben war es echt. Hey, du kannst doch gucken, Adrian. Ja, ich sag euch doch, die OMP ist an. Ja, dann einpacken hat sich erledigt. Die war eben noch online, das gibt's nicht. Wartewolke hat geklärt. Ja, keine Ahnung, Jungs, ich bin dann mal weg. Dann nehme ich jetzt was anderes aus. Ja, Jungs, ich würde mal sagen, nach dieser eher ungünstigen Stellung befülle ich mal die Pflanzen, die ich hier noch gedingst habe. Ich habe hier noch jede Menge Cloprods geplaced. Die müssen auf jeden Fall noch bedüngert werden. Der Plan war ja eigentlich, die Direbear Warriors zu bumsen, weil die Jungs, ja, wie gesagt, beim Deffen geholfen haben, als wir ZCC, also Sparky, geradet haben. Da ist auf jeden Fall noch eine Rechnung offen und die wollten wir eben schnell begleichen. Da wollten, ich glaube, nur Rook und also die Infernal Fighters wollten diesmal nicht mitmachen. Die hatten was anderes zu tun. Die werden auch, wenn wir die Raid nicht mitmachen, weil die Base das einfach nicht verlangt, mit so vielen Mann zu kommen. Wir versuchen es ja immer, wie bei ZCC auch. Erst versuche ich es mit meinem Tribe, also mit den Infernal Fighters. Das ist ja mein Tribe. Zu schaffen. Wow, der Plex. Und wenn das nicht klappt, dann holen wir uns erst Hilfe durch Rogue oder sonstige Alliierte quasi ran. So. Also plante ich ja einmal kurz die ganzen Plants. Beplante ich die Plants, Alter. Ich bin heute der Master. Ich bin der einsame Samurai-Master. Übrigens, Pokémon Go steht hier. Und wenn ihr die Folge seht, muss ich euch noch was ganz Wichtiges sagen. Und zwar bin ich aktuell nicht zu Hause. Das heißt, all das, was ihr hier seht, ist schon anderthalb Wochen vorher aufgenommen worden. Ja, Jungs, nur so zur Info. Ich bin nämlich eine Woche, muss ich leider auf ein Seminar mit übernachten, also 5 Tage. Dann bin ich eine Woche wieder zu Hause. In der Woche werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen spielen. Ich weiß aber nicht, je nachdem wie sich der Server entwickelt, ob dann noch hier auf Bash Wars oder ob dann was Neues startet. Es gibt nämlich schon den ein oder anderen weiterführenden Plan, sag ich mal. Und ja, dann so viel dazu eigentlich. Also nur, dass ihr wisst, dass das hier gerade übelst unaktuell ist und dass es halt sein kann, also am nächste Woche, also entweder am Sonntag jetzt oder am Montag, die Folge, die dann kommt, die wird halt ein krasser Sprung sein, da wird halt voll viel anders sein, nicht an meiner Base, aber so von der Server-Situation, neue Tribes vielleicht, neue Spieler, und das liegt halt daran, dass ich dann eine Woche nicht da war, und das kann halt leider Gottes auch gut sein, dass das dann halt so kommt. So, nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich wieder was Cooles überlegt. Und zwar machen wir uns heute Greenhouse Structures. Ich möchte nämlich endlich mal ein 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ein Greenhouse machen. Heißt so viel wie ein Gewächshaus. Ist ja klar, Kenta Jungs. Kenta. So, das brauchen wir auch noch. Ja, farmen müssen wir eigentlich aktuell überhaupt gar nicht. Ich habe Eisen, ich habe Polymer, ja, vielleicht für Turrets oder so oder Gunpowder für Ammo. Das ist halt das, was man so immer tun kann. Ansonsten gibt es wirklich für mich hier nicht mehr viel zu tun, außer jetzt eben PvP und warten, bis mich jemand angreift. Ja, das wäre natürlich auch mal schön und den da würde ich gern ordentlich wegböllern. Der Server ist auch, komm, das machen wir mit der Sniper. Der Server ist auch echt gut voll gerade, also immer 40 Spieler, weil ja auch Ferien sind. Da geht natürlich nochmal um einiges mehr, die Lotke ab, Jungs, ihr wisst es, da ist dann richtig Rambazamba. Ja, deswegen leckt es gerade ein bisschen mehr, wollte ich damit sozusagen sagen. Und was ich auch sagen wollte, ist, dass ich mir noch einen Platz überlegen muss, wo ja Screenhouse überhaupt hinkommt. Das habe ich mir einfach noch gar keine Gedanken zu gemacht. Aber das ist dann einfach so. Und ich bin jetzt so ein bisschen am Überlegen, ja, Charksobert, was könnte man noch machen, was könnte man tun? Außer das Greenhouse jetzt bauen. Ich könnte natürlich einfach sagen, so, yo, meine Base ist sowas von safe. Bis hier, wenn hier einer hinkommt, um hier hinten mein Greenhouse zu zerstören, dann ist es sowieso vorbei. Andererseits könnte ich sagen, man könnte das Greenhouse halt mit der Sniper einfach easy kaputtballern. Das wäre ein Grund, das hier reinzustellen. Ein Grund dagegen ist wieder Platz. Where the fuck should I place a Greenhouse in here? Oder Jungs, also, das Eisen kann ich halt nicht zubauen. Ich guck mal, ob hier vielleicht neben dem Geschütztor hier auf der Etage noch Platz ist. Das wäre noch eine Option, eine wirkliche.
Aber wenn da hier, ne, das sieht mir auch, das sieht auch ziemlich schlecht aus. Außer ich baue das halt so richtig sneaky um die Ecke, aber das ist, glaube ich, auch eine schlechte Idee. Ne, ne, ne. Machen wir nicht. Das struggelt mich gerade echt ein bisschen, muss ich zugeben. Oder ich boss halt echt hier irgendwo hin, wo wenig Metall spawnt. Das wäre halt noch hier die einzige. Aber das ist halt hier alles so volles, gutes... Ich war aber Jungens. Es ist schwer. Am ehesten würde ich es halt echt noch hier hinkletschen. Hier. Ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Ja, komm, drauf geschissen. Kletschen wir es mal hier hin. Ich glaube... Der muss weg. Ich glaube, damit sind wir echt gut aufgehoben. So, so. Müssen wir uns jetzt überlegen, wo die Tür hin soll. Da habe ich nämlich auch noch keinen Plan für. Jungs, das ist alles gerade echt übelst sporadisch. Hier, ich würde sagen, in der Mitte kommt die Tür hin. Machen wir so. Und ich muss mir eigentlich auch noch was überlegen. Ich möchte nämlich auch noch den Industrial Dingens hier. Gedöns an den Start bringen. Habe ich keine mehr oder leckt's? Ich habe keine mehr, ne? Habe ich mich tatsächlich verrechnet? Jungens, 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 gibt's das denn? Der Charxobert macht Fehler. Das ist was komplett Neues gerade. Das ist Neuland, Jungs. Für mich ist das richtiges Neuland. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Der Charxobert, der ist da schon der ganz schöne Meister drin. Im Nichts verzapfen, Jungs. Ich erzähl wieder. Alter Falter, es ist echt unwitzig gerade. Ja, ich spiele jetzt mal eine Zeit lang ein bisschen ohne Groundclutter. Ich weiß, der Boden sieht nicht so schön aus wie sonst. Es ist im PvP aber ganz gut. Und weil gerade echt so ein bisschen Ramazamba hier auf dem Server ist und die Luzi geht, würde ich mal meinen, dachte ich, komm, machst du das mal mit. Und dann hast du, you know, Vista. Sehe ich einfach ein bisschen besser am PvP. So, als erstes können wir hier die Wand einsetzen. Sehr gut. Und dann als nächstes müsste ich, ich habe mir jetzt hier mal ein Metallreservoir gecraftet. Ich müsste davon eigentlich jetzt noch ein paar mehr holen. Holen, hauen. Structures, Pipes, Metal. 2. Ja, 2, oder? 3. Komm, so. Und dann brauche ich nämlich jetzt noch hier die ganzen Pipes natürlich. Die habe ich noch gar nicht gelernt. Weil ich die irgendwie als useless empfunden hatte. Aber, Jungs, ihr kennt dich, irgendwann brauchst du sie immer. Das ist halt einfach real. Ich weiß noch nicht, was für Teile ich da jetzt brauche, genau. Also doch, weiß ich, aber ich weiß nicht, wie viele. Deswegen lasse ich's. Und brauche ich... Moment mal, ich glaube, ich brauche erstmal eine ganz normale, damit ich die Pipe überhaupt ansnappen kann, oder? Ich bin mir da gerade echt unsicher. Also, dass ich nicht die Pipe ansnappen kann, dass ich den Water Tank... Ja, genau. Auch erstmal eine normale für den Water Tank. So. Den tue ich dann hier in die Ecke, wo es wahrscheinlich nicht hinregnet. Scheiße. Dann tue ich den hier vor, stört er halt, ne? Muss er aber wohl. Muss er wohl. Oh shitty. Ja, komm, ballern wir ihn hier hin, Jungs. Ach, was soll's. Dann ist es jetzt so. Dann hoffe ich mal, dass der jetzt hier ganze Gedöns ein bisschen anfeuert. Ich wette gern. Scheiße, war doof. Weil genau das wollte ich eigentlich nicht. Ich hatte extra 3 gecraftet, damit ich die an so ein cooles Kreuz hängen kann. Und was mache ich? Crafte einfach 1. So. Her damit. Dann sollte das jetzt hier... Oh Leute, es ist nicht einfach. So weit auch nicht. Warum habe ich das denn hier mit der normalen Pipe gemacht? Bin ich eigentlich komplett bedeppert? Dann platzieren wir jetzt hier das Kreuz schön einmal hier. Oh je. Ich hoffe, das klappt. Jetzt habe ich die Dinger natürlich liegen gelassen. Jungs, Jungs, Jungs. Mal Speed Access einmal schnell hier. Genau, die Tanks clearen. Ratzifatzi geht da dann. So, und dann müssten wir jetzt eigentlich nur hier einmal an jedes dieser Enden einen richtig schönen... Wow, ich habe mich jetzt nicht... Leute, not really. Wow, ich dachte gerade schon, kann ich das locken? Nee. Alles klar, okay, dann müsste das hier jetzt so langsam, aber sicher irgendwann, wenn ich Glück habe, vielleicht Wasser... Alter, die Lecks sind gerade echt real. Wasser,
hier rein transportieren. Das wäre zumindest, ja, das wäre das Optimum. Ich brauche jetzt noch hiervon welche, hiervon welche, hiervon, hiervon. Und die Dinger brauche ich. Und das Ding. Und dann müsste ich jetzt eigentlich nur noch hier, wenn das jetzt genau. Wow, und jetzt sag nicht, das geht von der Höhe nicht. Jungs, es macht mich fertig. Es macht mich einfach fertig. Kriege ich es denn demolished? Jawohl. Da muss ich nämlich hier jetzt so ein komplett schräges nehmen. Und das geht, reicht nicht ansatzweise durch die Foundation oder was? Da könnte er das erzählen. Sehr gut. Okay, läuft doch. Okay, okay, okay. Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. So, dann. Wow, die Lags sind insane. Leute. Die Lags sind absolute Spitzenklasse gerade. Was heißt gerade irgendwie die letzten 2-3 Tage? Geht richtig die Luzi mit Lags. Ist totally ungeil. So, hier kommt jetzt ein Ding drüber. Dann bräuchte ich nochmal gerade. Habe ich die? Komm, ratzifatzi. Jawohl, habe ich. Dann bräuchte ich nochmal 2 von denen. Sehr gut. Dann kommt hier eine gerade dran. Und dann bräuchte man nochmal eine Kreuzung. Ja. Jungs, Jungs, Jungs. Also einfach ist das Ganze hier auf keinen Fall. So. Da muss es jetzt eigentlich, also in der Theorie, nur noch einmal regnen. Und dann hätten wir gleich hier 4 bewässerte, schöne, bepflanzte Croplots. Ja, ich nehme auch die Medium, die reichen nämlich volle Lutze. Da braucht man nichts Größeres. So, und so. Eigentlich könnte ich hier noch 2 rein. Ach komm, drauf geschissen, Jungs. So, und jetzt sollte eigentlich, ja, Betonung liegt auf eigentlich. Ja, ich brauche ja noch Fertilizer, genau. Eigentlich die Luzi abgehen. So, da müssen, es muss halt jetzt wirklich nur noch einmal regnen. Und ich hoffe, ich schaue mir das gerade mal an. Ich glaube nämlich echt, es kann mich nicht, kann, Alter. Wenn das jetzt nicht die Dinger befüllen kann, dann wäre es richtig typisch einfach. Richtig wow. Okay, Dünger haben wir auf jeden Fall richtig genug wieder. Den nehme ich ungern raus, ohne nachzufüllen. Ich werde das jetzt mal. Und es leckt wieder, Alter. Ich krieg's kotzen. Ja, dafür muss ich nämlich Thatch holen, weil man für den Dünger Thatch braucht. Meine Dung Beetle, auf die habe ich ja geschissen, weil die, die spawnen. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Woher kommt das Metall? Ich habe was demolished, ne? Muss ja sein. So, da brauchen wir jede Menge Berries. Und dann brauchen wir ein Level Up. Und da brauchen wir vor allem das Thatch und die weißen Beeren. So, so, so. So, so. 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 So, und die müssen wir jetzt in unser Fiumia ballern. Und dann kackt er uns hier die Kacke weg. Und wenn wir das gemacht haben, Jungs, das ist natürlich wieder eine Prozedur von einer Stunde so gefühlt ungefähr. Dann stellt man sich einfach drauf, geht hier Reihe für Reihe alles durch und befüllt richtig schön langweilig die Dinger neu. Groundclutter mal wieder angemacht. Ich finde das nämlich doch echt schon einen ganzen Tacken schöner so. Jetzt natürlich weiter Richtung neues Treibstaus hier. So, 1, 2, 3. Zacki, zacki, da ist natürlich jetzt noch nichts. Müsste ich jetzt nochmal gucken. Structures, Electrical, nee, Electric, nee, habe ich überhaupt schon gelernt. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. So, Cooking, Industrial Cooker, genau, hatte ich nämlich noch gar nicht. Electric, Electrical, Cooking, der Industrial Cooker kostet mich Öl, Alter, nein. Why? Why, Alter? Ich habe so viel Gasolin. Ich habe alles zu Gasolin verarbeitet. Zement, kein Problem. Habe ich, aber Öl. Why, Leute? Richtig, richtig dickes Why von mir einfach. Ja, dann nehme ich mein Scuba Gear. Ab geht die Luzi, da müssen wir wohl, Jungs. Kann ich jetzt nichts dran ändern. Frosch her, auf geht's. Nein, jawohl, genau. Okay, gut, dann einmal ganz geschwind Scuba Mask an, Scuba Tank an, in die First Person und ab geht's nach unten diven.
Da müssten wir jetzt wieder genau hier in die Höhle rein. Alter, Leute, wir sind ja schon richtige Profis fast schon hier drin. Weil hier der einzige Vorteil an dieser Höhle hier ist, ja auch eigentlich im Prinzip nur, dass hier keine Piranhas sind und man quasi in Ruhe sein Zeugs farmen kann, ohne die ganze Zeit eins aufs Maul zu kriegen von irgendwelchen Boys, die meinen, sie müssten mal. You know what I mean? I think you know what I mean pretty good, Jungs. You know what I mean pretty good. So, und ich bin jetzt nur wegen Öl hier, wobei ich könnte eigentlich Perlen dann direkt mitnehmen, ne? Komm, nehme ich die gleich noch mit. Aber erstmal gellern wir noch ein bisschen Öl. Ich hoffe nur, dass mich das... Oh doch, das macht mich jetzt fucking schwer. Dann kann das weg und das weg, dann soll es wieder gehen. 300 Öl braucht man, glaube ich, insgesamt. Ich weiß nicht, wie viel ich schon habe. Ich habe auch durch den... Warte mal, woher habe ich den nochmal bekommen? Ich glaube, vom Variety Raid habe ich eine Apprentice Metal Pick bekommen. Ist nicht die beste, aber nehmen wir immer gerne, würde ich sagen. Also, das war auf jeden Fall... Also, das war für mich der niceste Fang, quasi, den der Raid gegeben hat. Der war aber generell komplett lappig einfach nur, also, weil die Base nichts zu bieten hatte. Oh, nice, haben wir schon. Gut, alles klar, dann können wir uns hier nochmal das Artefakt mitgönnen. Oder hier sind noch manchmal Loot Crates, glaube ich, ne? Das heißt, glaube ich, weiß ich. Ich müsste mal gucken, wo ich mein Eins war irgendwo immer hier am Rand versteckt. Hier drauf oder so. Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher genau wo. Aber hier gab es auf jeden Fall welche zu gewinnen. Gewinne, gewinne, Jungs. Jetzt und hier. Nur einmal kostenlos. Spaß, Alter. Ich erzähle wieder. Ach ja, ihr wisst es. Ich brauche da, glaube ich, gar nicht mehr groß zu wat Kamelle. Aber irgendwo hier gab es, hier sind ein paar Loot Crate Spawns. Nur blaue, aber besser blau als nix. Also würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, einer war sogar ganz hinten durch irgendwo. Noch hinterm Artefakt. So, alle Perlen sind abgefarmt. Heißt, ich habe jetzt, weiß ich nicht wie viele, gut viele. Also, was heißt gut viele? Es sind immer noch nicht allzu viele, aber es reicht auf jeden Fall nochmal für so zwei, nee, nicht zwei, vier oder fünf Turrets. Und das war so mein Ziel eigentlich der ganzen Aktion. Also, nach dem Öl natürlich. Back to the Oberfläche in 3, 2, 1, Jungs, ab geht's. Und ich habe mir erst angewöhnt, Alter, die Sprache ist schlimm. Die Sprache ist richtig schlimm, die hat mich verflucht. So, und dann ab die Post nach Hause, dann machen wir endlich das Gedöns hier, den Kucker. Kuckert. Ja, und eine Sache noch, die stelle ich jetzt extra nicht ganz am Anfang der Folge, die Frage, weil ich da gern die hätte, die das hier aktiv verfolgen, als Hauptantwortgeber quasi. Und zwar hatte ich mir mal überlegt, was haltet ihr davon, mal eine Season zu machen? Ich weiß noch nicht, ob das wirklich umgesetzt wird, egal ob ihr ja oder nein sagt, wo die Tribe-Größe auf maximal ein oder zwei Spieler gesetzt ist. Also wo man entweder in einer, also ich weiß noch nicht genau, ob das überhaupt so klug ist, die Tribe-Größe auf 1 zu setzen. 2 weiß ich nicht. Dann können wir es auch eigentlich wieder lassen. Aber halt so eine Solo-Season einfach. Es wäre einfach für mich cool, weil ich ja sowieso mal alleine spiele. Und vielleicht auch für andere cool, weil es dann halt nicht so einen Tribe gibt. Oder halt so jetzt so wie hier. Es sind jetzt, okay, jetzt mittlerweile ist der Server schon relativ groß. Immer 40 Leute drauf und so weiter und so fort. Also wirklich immer gerade auch. Und wir haben welchen Tag? Mittwoch? Nee, Dienstag um 17 Uhr oder so. 40 Leute drauf. Ich komme nur drauf, weil ich einen Whitelist-Slot habe. Auf jeden Fall war halt da die Überlegung, vielleicht mal wirklich einen Gedöns zu machen. Also eine One-Man-Season quasi. Weil da gäbe es dann einfach so 30 verschiedene, ja, sagen wir mal, Parteien, Fraktionen. Ich weiß nicht genau, wie ich das am besten formulate, wie ich das am besten umpacke. Umpacke, Alter. Was geht? So dass man dann quasi richtig durchbuttert. Also dass halt jeder für sich playt. Und man dann so, weiß ich nicht, dann kann man halt ein bisschen mehr kleinere Scharmützel haben. Da gibt es dann halt auch mehr verschiedene Angriffsrates und sowas. Das würde ich halt natürlich dann auch balancen. Heißt, Moment, was brauche ich nochmal? Structures, Cooking. Heißt natürlich, ich muss auch nochmal kurz hier alles durchbuttern. Und hier alles durchbuttern. Das heißt natürlich andererseits auch, dass ich anpassen muss. Ich kann also keine Riesenbasen mit unendlich vielen Turrets zulassen. Das heißt natürlich wiederum, ich müsste Structure Limit zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit, das Ganze zu reducten. Das Structure Limit irgendwie extrem anpassen oder so, dass man halt nicht mehr einen Arsch voll Ohren
farmt sozusagen, also beziehungsweise doch farmt schon, aber dass man halt nicht nur nicht 2000 Strukturen wie hier jetzt aktuell nebeneinander bauen kann, sondern irgendwie nur 400 oder so, dass die Basen halt klein, gemütlich und pompös werden. Ich hoffe, das ist relativ verständlich, was ihr meint, aber dass halt nicht so Riesenbasen mit so 50 Turrets hier, wie ich sie habe, entstehen, weil das wird dann, wenn man alleine ist, glaube ich, echt ein Ding der Unraidbarkeit. Das gilt halt zu verhindern. Oder halt, die Alternative wäre Primitive Plasmod. Also alleine und Primitive Plasmod, weil da gibt es keine Turrets und so weiter. Wisst ihr, da kann man sich halt nur mit Plants schützen. Das wäre vielleicht... Ich weiß nicht, Jungs. Also ihr müsst mal eure Meinung. Schreibt einfach in die Kommentare One-Man-Army ja oder One-Man-Army nein. Mit Begründung, wenn es nice wäre. Und dann, wenn ihr für ja seid, dann schreibt ihr dahinter auch noch Prim ja oder Prim nein. Für Primitive Plasmod ja oder Primitive Plasmod nein. Wenn ihr für nein seid, schreibt ihr einfach nur One-Man-Army nein hin. Und wenn ja, dann schreibt ihr auch noch mit Primitive Plus oder ohne dahin. Dass ich so Bescheid weiß, lol, warum ist denn hier jetzt 4 Water drin? Ich glaube, alles verstehen muss ich auch nicht, ne? Alles, Jungs, nee, alles, ich geb's. Da geht mir die Lutschi. Da geht mir richtig die Lutschi, Jungs. Habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Spaß beiseite, aber das kann ich halt gerade einfach nicht raffen, warum da jetzt 5 Water drin sind. So, ich mach mal noch kurz. Öne Peg, Alter. Öne Pipe. So. Und das war übrigens nicht das neue Format, das ich vorhin angesprochen habe. Da gebe ich noch gar keine Auskunft drüber. Da möchte ich nämlich, wenn das kommt, dann soll es bitte auch unter Verschluss gehalten werden von mir selbst, dass das halt noch so seinen Wow-Effekt hat. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, aber das ist halt nicht so komplett. Wisst ihr? Ihr werdet schon sehen. Also wenn es kommt, dann kommt's. Wenn ich mich dagegen entscheide, kommt's nicht. Es wäre auf jeden Fall übel cool. Umsetzung, weiß ich nicht. Könnte schwierig werden, aber wie gesagt, Jungs, ich keine Ahnung, Alter. Einfach keine Ahnung. So, jetzt brauchen wir noch einen guten Platz für den Kochtopf. Ich werde es mir überlegen, den hier hinzustellen, aber vielleicht steht der dann zu sehr im Weg. Keine Ahnung. Ich gucke jetzt erstmal, wie groß war denn das Ding. So groß ist auf jeden Fall schon ein Krawanzmann. Ich habe keine Ahnung, wo die Pipe da reinmündet. Kann gut sein, dass das jetzt... Ah doch, Alter, das kann ich ja viel weiter rein böllern. Heißt so, steht da ziemlich nice, oder? Ich finde, das steht da gut. Steht da super gut. Ich finde, der muss auch nicht einbedeckt sein, weil wenn man hinter diese Mauer kommt, dann ist halt eh over. Also keine Ahnung, dann wird man auch das da schaffen, dieses Mini-Bisschen, und dann ist das Teil sowieso am Arsch. Von daher ist das Wurst, meine Base ist ja eh oben. Ja, nice, okay. Und dann geht's jetzt darum. Wie war das nochmal? Zu warten, bis es regnet. Und dann die Samen anzupflanzen. Und dann können wir nämlich Dingens hier, unser Battlefood machen. Zwar ein Shadow Steak, das hält beim Snipen hier. Ihr seht das ja, ich zeig das mal. Die Sniper, die wackelt. Ich bewegse. Warte, ich muss das gerade. Das geht nicht, wenn ich auf ein Objekt ziel, das auch wackelt. Nehmen wir mal den Baum hier. So. Ich bewege meine Maus nicht. Ja, ich mache, bringt nichts, die Hand hier. Ich drücke nur Rechtsklick und die Maus ist komplett still. Das wackelt halt übelst. Und beim Shadow Steak ist das dann ungefähr wie bei der Pistole. Nämlich genau gar nicht. Die Pistole wackelt gar nicht. Das ist übrigens nur so als kleines Dingens. Also wenn man auf richtige Long Range sniped, dann kann es manchmal hilfreich sein, anstatt hier so ein Wubbelding, wenn man halt nur richtig kleine Hitbox hat. Zum Beispiel, ich muss da diese Mini-Spitze vom Dingens treffen, und treffe ich das niemals mit der Sniper, dann nehme ich die Pistole und dann, batz, wird damit der kurz gesniped. Ja, nur so als kleine Info, zum Beispiel das Shadow Stack könnte ich machen oder Battle Tatar, eben ein Food, das meinen Rexen 65% mehr Damage gibt, unter anderem und auch ein paar andere Effekte. Also was übelst abgeht in der Luzi, wenn man dazu sagen kann. Und ach ja, genau, mit den restlichen Düngerts könnte ich, hatte doch irgendwo noch nichts, genau hier, einmal die Pflanzen wachsen lassen. Mache ich das doch, genau, wozu habe ich das Zeugs denn noch dabei? Ja, und dann wäre auch einer der nächsten Pläne eigentlich, den Bronto zu bebauen, da so eine kleine Base drauf zu bauen mit Turrets und so weiter und so fort, dass ich mit dem Junge quasi auch so ein bisschen so eine Art, ja, dass ich mit dem dann raiden gehen kann. Ich
Ich weiß nicht. Ja, genau. Als nächstes steht dann noch der Raid an gegen die Typen, ne? You know. Habe ich ja vorhin schon gesagt, die da bei Sparky's Defense geholfen haben. Die Direwolf Warriors, die sind, ich weiß nicht, die werden, glaube ich, recht einfach. Da macht diesmal dann, wie gesagt, auch der Infernal Tribe nicht mit. Das mache ich mit Rogue. Da habe ich quasi getauscht. Und also doch, die werden mitmachen, wenn es halt knapp wird, ne? Aber erstmal natürlich wieder ohne. Und dann hatten wir uns noch überlegt, das ist aber alles noch nicht safe, die erste Ordnung, ja, zu raiden. Aber wir sehen, die haben eine recht fette Base. Da könnte man durchaus, glaube ich, und ich bin gerade richtig unproduktiv, mal einen reinklotzen, ja. Das wäre ein fairer Fight, weil die sind echt, die sind stärker als wir alle aufgebaut. Also, Respekt an die Boys, das ist definitiv nicht ohne. Und ja, dann würde ich fast schon sagen, war es das an der Stelle. Jungs, ich habe natürlich keine Ahnung, ob das jetzt wieder nur 2 Minuten waren. Könnte sein, ne? Könnte wirklich sein, Leute. Und zwar, was haltet ihr davon, wenn wir den Bronto jetzt schnell bebauen? Wow! Wäre nice, oder? Also ich habe übelstes Rubberbanding rumgelegge. Das nervt heute echt ein bisschen. Aber da muss man halt auch manchmal durch. So, und zwar war der Plan da einfach nur, also jetzt erstmal, ich werde da jetzt nicht den übelsten Shit drauf bauen, weil der halt recken gehen wird, früher oder später. Und ich bin Level Up, das ist ja mal Highlight hier. 92, 93 auch schon. Nee. Und zwar möchte ich hier gerne einfach nur ein kleines Turret-Häuschen drauf haben. Einfach mal sporadisch, spontan so angefangen. Und ein kleines Respawn-Häuschen, also heißt quasi hier ein Bett drauf und Generator hin, eine Truhe hin mit Stuff vielleicht. Mal gucken, liegt das alles, was halt dazu gehört. So, und so. Damit ich, wenn ich raiden gehe, das Ding einfach entweder mitnehme, um irgendwo zu parken und dann quasi eine richtige Base dabei habe. Oder dass ich den wirklich auch zum Fighten benutzen kann, indem ich hier halt Turrets und auch unter anderem dann Pflanzen reinseppel. Ich weiß nicht, wie gut, wie realistisch das Ganze ist, wie gut das funktioniert. Ich habe noch seltenst Erfahrungen mit Battleborn Toads gemacht. Und wenn, dann waren die meistens auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Deswegen werde ich auch jetzt nicht komplett hier meine ganze Zeit investen. So, das ist natürlich jetzt außerhalb, aber ist jetzt so. So, alles klar. Und dann kommen hier irgendwie Turrets hin. Warte mal, kann ich hier hinten? Ich denke mal, hier kriege ich keine Plants drauf, aber dann kommen da aufs Dach irgendwie noch ein paar Plants. Hier vorne noch 2 Plants und an die Seite ein paar Turrets. Und dann haben wir hier ein, wie viel Leben hat der? 46k Damage Tank Viech zum Respawn und was weiß ich, was das Scharksoberge Geherz begehrt. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Naja, Jungs, ich glaube, ihr wisst soweit, wie ich das Ganze hier meine. Jetzt hoffe ich wirklich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Wenn nein, lasst einen Daumen nach runter. Kommentiert das ganze Gedöns, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe mal. Ich habe auch, glaube ich, letzte Folge gesagt, es gibt nächste Folge ein Raid, aber die Boys sind halt gerade nicht online, sonst hätten wir. Aber ihr habt das ja wahrscheinlich am Anfang mitbekommen. Deswegen nicht traurig sein. Vielleicht nächste Folge. Ich hoffe es natürlich. In dem Sinne, cheerio. Danke fürs Zuschauen. Schaltet morgen wieder ein und